Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Folge für euch. Von Flugthemen sind wir heute natürlich vom Streik, ich hätte jetzt fast gesagt, beseelt, benommen oder auch ganz kirre, weil so viele Streiks, wie es im Moment gibt und was es für Auswirkungen hat, ist unschön. Aber wir haben auch ein schönes Thema und zwar Allegris soll schneller ausgebaut werden. Und ich habe das Thema fackelnde Batterie im Flugzeug. Ich werde es heute anbesprechen, aber wir werden das wohl in einer Folge mit Freddy aufnehmen. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf die Folgen mit Freddy. Eine ist ja schon halb live für alle Kanalmitglieder ab Business Class. Ansonsten, wenn ihr die sehen wollt, natürlich jetzt eine Kanalmitgliedschaft abschließen, dann seht ihr alle Folgen wesentlich früher. An dieser Stelle natürlich dann auch wieder für euch der Aufruf, den Kanal zu abonnieren und hier nicht zu streiken, den Like-Button zu drücken, die Glocke anzumachen, den Kanal zu abonnieren, einen Kommentar zu lassen. Das sind alles Sachen, die kostenfrei sind. Und ich muss euch sagen, wer es nicht macht, der verpasst einfach eine Folge hier und da, weil wir manchmal auch nicht nur eine Folge, sondern mehrere Folgen pro Tag haben. Abgesehen von der Taktzahl könnt ihr den Kanal natürlich unterstützen mit eurer Kanalmitgliedschaft oder aber auch, wenn ihr mit mir andere Themen besprechen wollt, hier über diese Nummer, da können wir auch eure Themen besprechen, wie zum Beispiel amerikanische Kreditkarten, wie ihr Firmenkosten in Privatkosten umwandeln könnt und vor allem, wie eure Reisen angenehmer werden, wie wir euch dabei helfen können als Frequent Traveler Circle. Jetzt aber zum ersten Thema und das ist natürlich der Warnstreik. Da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, da ist jetzt das Bodenpersonal, die nehmen wir nämlich als erste dran, die haben bei Verdi jetzt angefangen. Und zwar am frühen Donnerstagmorgen ist es halt so gekommen, wie es kommen musste. Man hat halt in Frankfurt und parallel zum Lokführerstreik übrigens, hat man da halt wirklich dann alles gestartet. Und Verdi sagt auch, man sei sehr erfolgreich. Ihr könnt ja schreiben, was eure Erfahrungen sind, was ihr heute erlebt habt bei euren Reisen oder eben nicht Reisen. Dann weiter ist es so, dass in Hamburg und in Frankfurt an den Standorten auch gestrichen werden musste Flüge. Frankfurt hat ja komplett gestern schon gestrichen. Dann während des Warnstreiks will Lufthansa trotzdem 10-20% ihres ursprünglichen ganzen Plans, Flugplans fliegen. Also insofern, da ist es halt wirklich so, dass man bei Lufthansa fast schon Streik erprobt bin, ist, glaube ich, die fünfte Streikveranstaltung, die es da gibt. Also man kannte sich vorbereiten und die Folgen für uns als Fluggäste sind natürlich problematisch. Wir können nicht auf die Bahn ausweichen, weil die Bahn ja auch nicht fährt, zumindest nicht in dieser Taktung, wie wir wollen. Ansonsten ist es auch so, dass die Beeinträchtigungen je nach Region unterschiedlich sind. Dann können wir natürlich nochmal auf die Sicherheitsgeschichte, auf die Sicherheitskräfte eingehen, weil da hat sich der Streik ausgeweitet. Ja, und zwar ist es so, dass obwohl es nicht angekündigt war und wir sollten uns einfach mal anschauen, warum man das nicht gemacht hat, in Köln, Bonn und in Düsseldorf wird auch gestreikt. Und da werden insbesondere Frachtverkehr am 24-Stunden-Flughafen empfindlich getroffen in Köln. Ehrlicherweise. Auch Düsseldorf. Also in Düsseldorf ist es so, dass man in Düsseldorf ja eigentlich nicht streiken wollte. Und jetzt hat man in Düsseldorf gestreikt und man hat es da nicht angekündigt, weil, hört, hört, Düsseldorf Flughafen hat Streikbrecher eingesetzt. Und das war halt die Methode von der Verdi, um da das Ganze zu umgehen. Und Klü und DSW, das sind die Freunde von der Sicherheit am dortigen Flughafen, die sind da Vorreiter, sind ja auch die einzigen, die da sind, die halt streiken und damit ist es so, dass der Personal- und Warenkontrollen im Rollstuhlservice tätige Leute sind von Donnerstag 3.30 Uhr bis 24 Stunden später im Streik sich befinden. Also kompletter Stillstand. Wer davon auch besonders betroffen ist, sind natürlich die Passagiere in D-Dorf. Die haben sich natürlich da jetzt nicht wirklich darauf vorbereiten können. Und da ist ein Opfer besonders prominent, hätte ich mal fast gesagt, Condor. Die sind ja kreativ, die haben das ja schon beim letzten Mal in Frankfurt gemacht. Sie sind nach Düsseldorf ausgewichen. Das heißt also, ihre Langstreckenflieger sind nach Düsseldorf geflogen, die Passagiere hat man nach Düsseldorf gekarrt. Aber dadurch, dass es jetzt dort in Düsseldorf auch Streiks gibt, ist das alles ein Satz mit X.
Und damit ist es so, dass der Düsseldorfer Airport-Chef Lars Redelix auf jeden Fall kritisiert das Verdi-Vorgehen als verantwortungslos und zielt bewusst darauf ab, unseren Flughafen und unsere Passagiere zu schädigen. Ihr könnt ja sagen, ob das auch so ist, dass ihr euch da geschädigt fühlt. Ich habe auch einige Kommentare schon gehabt unter den Beiträgen, dass die Leute gesagt haben, Streikrecht wegnehmen und so weiter und so fort und dass Deutschland sich abschafft. Und ja, schade ist es halt wirklich für die Condor. Den Move fand ich von denen einfach nur clever. Und ihr könnt ja schreiben, ob ihr in Düsseldorf davon betroffen seid oder nicht. Freddy, der in Düsseldorf ist, der sitzt wahrscheinlich warm und trocken und träumt von Fortuna. Macht ihr sowas auch oder was ist da euer Ding? Sagt es einfach, schreibt es. Ich mache heute übrigens eine schnelle Folge, wie ihr merkt. Ich gehe im Schweinsgalopp durch. Ich gucke gerade hier auf dem Monitor. Wo ist denn meine Maus? Meine Maus, hier ist meine Maus. Merke gerade. Aber das Streikthema ist so ausgelutscht schon. Wir haben das schon so oft besprochen, dass ich da fast gelangweilt bin und auch euch nicht mehr weiter mit belasten möchte. Deshalb habe ich auch keine Frage des Tages dazu gemacht. Aber wir müssen ein Streikthema, da müssen wir noch hart durchhalten, Freunde der gepflegten Gastlichkeit. Und zwar, das sind die Freunde von Lufthansa UFO. Die haben ja Urabstimmung gehabt. Ich habe gestern gesagt, sie werden dafür sein und ich habe euch die Zahlen gegeben. Man ist da weit über 96%. Und wo ist es? Ich hatte die Zahl eben noch im gesehen, aber es ist irgendwie bummelig, 95% bei der UFO gewesen, Lufthansa-Kabine und dann auch bei der Lufthansa Cityline. Ich hatte das gestern als E-Mail bekommen. Ich suche mir mal da die E-Mail raus. UFO ist es und da ist es so, dass die Mitglieder abgestimmt haben und die genaue Zahl sind 96,28% haben für den Streik gestimmt bei der Lufthansa und bei der Lufthansa Cityline 97,84%. Also ihr seht, die Streikbereitschaft ist sehr groß und auch die Beteiligung ist sehr, sehr hoch gewesen. Da kann ich von Joachim Vasquez-Bürger sagen, das ist der Vorstandsvorsitzende der UFO. Die hohe Beteiligung der Urabstimmung zeigt uns, dass unsere Mitglieder unseren Forderungen eindeutig zustimmen und bereit sind, hierfür den Arbeitskampf zu treten. Doch nicht nur unsere Mitglieder sind bereit, die gesamte Kabine der Lufthansa Cityline scheint entschlossen und zeigt sich kämpferisch. Das könnten wir auch an zahlreichen Mitgliedseintritten sehen. Also insofern, da ist jetzt richtig Vollgas und da wird Gas gegeben. Ich bin da mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt. Also sechs Baustellen hat die Lufthansa offen, zumindest zähle ich sechs Baustellen. Ihr könnt ja weil eure Zählung nehmen, man verliert ja leider immer schneller den Überblick. So ist das leider. Jetzt haben wir als nächstes Thema bei der Geschichte haben wir Lufthansa, die Streikkosten und die möchte ich euch auch nicht vorenthalten, was die Lufthansa intern sagt, was da an Streikkosten aufläuft. Und die Zahl, die lässt einen mit 100 Millionen Euro den Ohren schlackern. Das ist das, was die Streikkosten sind, die bis jetzt angelaufen sind im laufenden Jahr. Denn auch Kunden mit Buchungen halten sich zurück. Ich habe einen Beitrag gehabt von einem Kollegen, der ein Reisebüro hat. Und das Reisebüro ist, glaube ich, wenn ich richtig rekapituliere, 50 Jahre alt. Und jetzt die Streiks raffen die dahin, weil die Kunden einfach nicht buchen. Und auch hier von euch ja einige, die gesagt haben, ich buche zumindest nicht in Deutschland. Und 100 Millionen ist schon krass, ne? Die Kommentare dazu, wenn man das so sieht, was da ist, wenn man sich das halt angucken kann, ist, dass man eine geräuschlose Einigung nach Ende der Laufzeit am 1.7.25 passieren würde. Ich vermute, man verlangt einfach 12% mehr Lohn. Das ging dann einfach. Also das ist halt das, was die Leute sagen. Man muss halt den Leuten da Einhalt gebieten, damit sie nicht permanent 12% oder was auch immer verlangen. Weil am Ende des Tages sind ja wir es, die die Preise bezahlen müssen und da dann mehr bezahlen, weil halt die Flugtickets teuer sind. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Leute sich von ihrer Arbeit auch ernähren können müssen. Also das ist so mein Takeaway von der Geschichte. Es ist immer schwierig, sich pro oder contra einzusetzen. Wenn man betroffen ist, ist es noch, natürlich noch ärgerlicher. Wenn man nicht betroffen ist, ist es einem ja fast egal. Aber ja, ich muss ehrlicherweise sagen,
leider, leider, leider schwierige Geschichte. Also, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, ich wollte nicht sagen. Ihr merkt ja, ich bin selber da rat- und sprachlos. Ein schönes Thema, was wir heute haben, neben dem anderen schönen Thema, ist das Thema Lufthansa Allegris. Habe ich Allegris gar nicht hingeschrieben, das schreibe ich nochmal schnell hin. Allegris soll schnell ausgebaut werden. Und da muss man halt dann zwei Sachen sagen. Carsten Spohr hat dazu ja gesagt, dass man die ab München einführen möchte. Toronto, Chicago, New York folgen, sagte Carsten Spohr am Donnerstag in Frankfurt. Also heute haben sie auch Konferenz gehabt. Und man möchte dann im Sommer mit dem 350-900 mit dem neuen Bordprodukt anfliegen. Aber die First-Class-Suiten gibt es erst ab Herbst. Anscheinend gibt es da doch nicht nur Probleme in Bezug auf Lieferzeiten, sondern, und jetzt festhalten, im Herbst kommen soll die neue First auf ersten Strecken aus München verfügbar sein. In den zuvor gelieferten 5 A350 wird es so sein, dass sie dann im Winter nachgerüstet werden. Da gibt es Business-Class-Sitze, Entschuldigung, Economy-Class-Sitze aus Sicherheitsgründen. Aber der Grund ist, dass Genehmigung für den Einbau der Suiten, also das heißt, die sind nicht zertifiziert. Die Business Class ist wohl zertifiziert, die First Class ist nicht zertifiziert. Wobei ich mir das auch so nicht vorstellen kann, weil dann würden ja die mit der First Class schon mit der Business Class schon fliegen und hätten auch nur vorne dann die Economy Class Reihe. Aber ihr könnt hier was zu Schönes schreiben, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Und das letzte Thema, was ich für euch heute habe, ist die überhitzte Powerbank. Das ist etwas, was ich persönlich immer für wichtig erachte, dass man seine Elektronik im Blick hat, also auch Telefone und so weiter. Deshalb ist auch der Hinweis wichtig, dass wenn ihr das Telefon verliert, und ich hatte einmal das Gefühl, ich habe das Telefon in die Seite vom Sitz verloren, Gott sei Dank nicht. Ich konnte es noch rausfingern, dass ihr dann das Gerät quasi den Sitz nicht verstellt, um das Gerät zu beschädigen. Und zwar der Flug LH1178, der ging nach Porto von Frankfurt aus. Und das war am 6. März. Da gab es eine überhitzte Powerbank und die Procedure, wenn ich die richtig im Kopf habe, aber ich werde das mit Freddy nochmal in einer Sonderfolge von Vielflieger 360 aufnehmen, ist es so gewesen, dass man die dann in so einen Umschlag reintut und dann luftdicht versiegelt und auch guckt, dass das, wenn es fackelt, dann halt in diesem Pouch vor sich hin fackelt, aber nicht im Flugzeug. Es ist so, dass man aber trotzdem bei der Landung die Feuerwehr gefragt hat, ob sie kommen. Und die haben dann, bevor man das Flugzeug verlassen konnte, das erstmal gesichert und haben die Powerbank rausgebracht. Und wir erinnern uns ja alle bei Thai Airways, da gab es ja auch so da mit viel Rauch in der 320 Bilder, hatte ich glaube ich gezeigt, weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht mehr ganz genau. Aber ich habe es sehr, sehr bildhaft. Und Lufthansa hatte das ja auch auf einem Flug über Chicago, da hat man ja auch Qualm, weil so ein Ding abgefackelt ist. Also es wird immer wieder mehr, dass diese Powerbanks abfackeln. Die passende Frage des Tages ist, wie findet ihr das Thema Powerbank abfackeln? Habt ihr das schon mal in eurem Leben irgendwann mal erlebt, dass euch da irgendein Gerät abgefackelt ist? Ich habe es Gott sei Dank selber nicht erlebt. Und dann die andere Thematik ist, ich gucke gerade rum, wo habe ich denn das hingelegt? Habe ich die Powerbank, die ich habe, weggelegt? Ja, die ist, ja, ist anscheinend auch abhandengekommen. Auf jeden Fall ist es so, dass die Powerbanks, die ich kaufe, immer darauf achte, dass es qualitativ hochwertige sind. Ich habe mir jetzt in den USA, wenn ich nächste Woche in den USA bin, neue Powerbanks von Anker geholt, die relativ coolen Formfaktor haben, aber auch relativ viel Energie haben für mein iPad und für mein Notebook, zwei Stück, dass auch meine Kamera und alles geladen werden kann. Und Anker ist, oder Anker, sag mal Anker oder Anker, also auf jeden Fall, egal wie sie heißen, ein Produkt, dem ich eigentlich vertraue, weil die Produkte relativ cool sind. Ich habe vorher Mophie gehabt, ich habe vorher, hatte ich von Sharp die Tochter Hyperjuice und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, haben mich nicht mehr überzeugt. Mophie fand ich irgendwie nicht mehr so fortschrittlich, leider, seitdem die von Zack gekauft worden sind. Hyperjuice, die ist mir leider zu schnell verreckt und dafür waren sie zu teuer und zu schwer. Also bin ich jetzt auf Anker. Deshalb könnt ihr ja nochmal gucken, habt ihr eine Empfehlung für eine Powerbank? Welche Powerbank könnt ihr empfehlen für ein MacBook Pro 16 Zöller, was man da hat, was man da befeuern kann und ein iPad. Ich hole mir jetzt auch ein neues iPad, wenn die neuen rauskommen.
als zweiten Bildschirm auf den Reisen. Also insofern viele Fragen von euch, hoffentlich viele Antworten. Und ich muss mich höchstpersönlich entschuldigen, ich mache den Vorspann nicht mehr. Ich mache ihn nur noch als Abspann leider. Also wenn ihr den Vorspann haben wollt, ich kann euch dann so eine Extended Version hochladen. Und dann könnt ihr mit träumen. Sind wir durch? Wir sind durch, ne? Ich gucke gerade. 15 Minuten. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like da zu lassen, zu kommentieren, abonnieren. Und Kanalmitgliedschaft oder wenn ihr uns anders unterstützen wollt, hier irgendwo. Ich gucke jetzt gar nicht hin, ich gucke euch nur an. Genau, du. Buchen Consulting, das hilft auch ungemein. Also, danke für die Unterstützung und danke, dass ihr dem Kanal treu seid. Bis morgen wieder in Alter und Frische aus Tallinn. Und da wird es dann auch mehr geben von der Veranstaltung. Vielleicht werde ich zumindest lecker essen und Stammtisch. Ganz Wochenende. Ich freue mich. Also, bis dann. Ciao, ciao. Wo ist denn hier der Abspann? Hier ist er doch. Bis dann. Ciao.